Es war die Landesberufsschule für Handel und Industrie in der Bozener Romstraße, welche dieses Jahr Schauplatz des traditionellen Weihnachtstreffens des Landeshauptmannes Louis Thurnwalder mit den Medien gewesen ist. Auch Landesrätin Sabina Kassler-Tamur und Landesrat Florian Musner waren anwesend. Das Treffen wurde gemeinsam mit den Schülern und Fachlehrern der Hotelfachschule Bruneck veranstaltet, welche für den gastronomischen Teil zuständig waren. Aufbauend auf den guten Erfahrungen der letzten Jahre hat Landeshauptmann Louis Thurnwalder auch heuer das Treffen mit den Journalisten in einer der so bedeutenden Landesberufsschulen ausrichten wollen. Es ist dies eine Möglichkeit, den Medien das hohe Niveau dieser Landeseinrichtungen und den Einsatz der Schüler zu zeigen. Es ist so, dass wir alle Jahre in ein anderes Gebiet, in eine andere Struktur hingehen, um vor allem der Presse zu zeigen, was wir mit den öffentlichen Geldern tun, was wir mit den Steuergeldern tun. Ich glaube, auch die Presse muss zufrieden sein und stolz sein, wenn man sieht, welche schöne Strukturen wir in unserem Lande haben, gerade was Berufsschulen anbelangt, für unsere jungen Leute, das heißt für unsere Zukunft. Thurnwalder hat sich bei den etwa 150 anwesenden Vertretern der Medien für ihre tägliche kritische Aufmerksamkeit bedankt und sie aufgefordert, weiterhin unabhängig, kritisch und ausgeglichen über das Geschehen und die Entwicklung in unserem Land zu berichten. Ich bin der Meinung, dass die Presse gerade in diesen Zeiten objektiv und sachlich informieren sollte, dass sie nicht Giftpfeiler gegen den oder den irgendwie schleudert, sondern dass man versucht, gemeinsam die Probleme zu erkennen, der Bevölkerung vor allem wieder Sicherheit zu geben, wieder Vertrauen zu geben, dann bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam diese gegenwärtige Krise im Land, aber auch auf Staatsebene überwinden können. Der große Saal im Erdgeschoss der Berufsschule in der Romstraße war Schauplatz des gastronomischen Teils des Treffens, bei dem erlesene Speisen mit Südtiroler Qualitätsprodukten aufgetragen wurden. Es handelte sich um eine wahrhafte Reise durch die Spezialitäten des Landes. Alle Anwesenden lobten den Einsatz und die Kochkünste der Schüler. Landeshauptmann Thurnwalder bedankte sich zum Schluss noch bei den Direktoren Josef Haspinger, dem Hausherrn, und Siegfried Steinmeier vom Berufsbildungszentrum Bruneck.